typisch deutsch. Eine klischeehafte Formulierung, bei der man an typisch deutsche Angewohnheiten und unsere Traditionen denkt. Wie typisch deutsch ist eigentlich der Meisterbrief? Eine Frage, die zunächst Murat Ünver beantwortet. Dessen Vater 1994 das Familienunternehmen im Stuckateurhandwerk gründete. An Murat Ünver, der den Betrieb 1999 übernahm, geht die Frage, was für ihn als gebürtigen Türken mit deutschem Meisterbrief typisch deutsch ist. Ja, typisch deutsch, was ist typisch deutsch? Als erstes würde ich sagen, versteht man eigentlich die Disziplin, jetzt im Ausland vor allem. Und jetzt bei uns im Gewerk ist eigentlich nicht mehr so viel typisch deutsch, weil saubere Arbeit muss man überall liefern. Ja? Und ohne saubere Arbeit läuft das nicht. Dann hat man keine Chance, da irgendwie noch im Wettbewerb stark zu sein. Mit zuverlässiger, sauberer Arbeit sind Stuckateurmeister Murat Ünver und seine 10 Mitarbeiter wirtschaftlich erfolgreich. Die Auftragslage ist gut, die Bücher für die kommenden Wochen voll. Eigentlich kein Wunder, dass der Stuckateurmeister jüngst mit einer Anerkennung zum Qualitätsmeister des rheinland-pfälzischen Handwerks ausgezeichnet wurde. Für die beiden Brüder Murat und Baris Ünver an der Spitze ihres Familienbetriebes Anerkennung für die hochwertige Arbeit. Doch die termingerechte und makellose Auftragsabwicklung ist Voraussetzung für den Erfolg am Markt und steigende Umsätze. Wir machen viele öffentliche Sachen und hüpfen eigentlich nicht immer überall gleich rein. Dann haben unsere Auftraggeber, wo wir dann auch sagen, okay, bei denen stimmt das. Ja? Und die wissen auch, was sie von uns haben. Bleibt die Frage, was der gebürtige Türke von der jahrhundertealten Tradition des deutschen Meisterbriefes hält. Ein Wert für heute und morgen oder eine Notwendigkeit? Ich sag mal so, am Anfang war es ein zwangsläufiges Übel, weil man den einfach gebraucht hat. Nur wo ich dann halt den Kurs gemacht habe, den Vorbereitungskurs und den Brief an sich, habe ich gesehen, da steckt eigentlich noch mehr dahinter. Ne? Das Wissen, was man so auf dem Bau einfach nicht weiß. Um meisterhaftes internationales Handwerk geht es auch in einer Koblenzer Goldschmiede. Im Rahmen eines Lehrlingsaustauschprogramms kam Miriam Seidner in die Stadt an Rhein und Mosel. Ich bin 24 Jahre alt, ich komme aus Wien, bin Lehrling im zweiten Lehrjahr, mache die Ausbildung bei meinem Papa im Betrieb und ich wollte immer schon mal einen Austausch ins Ausland machen und das hat sich irgendwie angeboten und die Chance habe ich genutzt. Ja, es war eigentlich sehr nett. Ich finde, wir haben uns relativ gut verstanden. Vom Arbeiten her war es eigentlich auch sehr interessant. Ich habe neue Techniken gelernt. Ich habe ein bisschen ins Fassen reinschauen können, was ich daheim eigentlich gar nicht mache. So wird nun gemeinsam gefeilt, gelötet, gebogen. Ein deutsch-österreichisches Handwerksduo für eine Woche. Und doch für beide Seiten eine wertvolle Erfahrung. Denn auch die Koblenzer Goldschmiedemeisterin Elisabeth Faust lernte als Lehrling Land, Leute und Beruf im Ausland kennen. Erinnerungen. Ja, ich hatte selber die Gelegenheit, auch während meiner Lehrzeit einen Austausch zu machen nach Frankreich, nach Nevers. War ich im zweiten, dritten Lehrjahr und das war eine sehr, sehr positive Erfahrung. Habe ich auch noch lange, lange drüber nachgedacht. Die Erinnerung kam als auch wieder, als die Handwerkskammer dann auf mich zutrat und fragte, ob ich jemanden nehme. Und das war auch eigentlich der Grund, weil ich denke, man sollte auch jungen Leuten die Gelegenheit geben, auch mal im Ausland zu gucken, wie gearbeitet wird. Und obwohl die Unterschiede sind nicht so gravierend, aber ich denke, es ist schon eine tolle Gelegenheit für junge Leute. Mhm. Und so gibt die erfahrene Handwerksmeisterin ihr Wissen weiter an eine junge Kollegin aus Österreich, die ein Stück Goldschmiedehandwerk von Rhein und Mosel mitnimmt an die Donau. Wer als Lehrling übrigens einmal Lust hat, selbst an einem Austauschprogramm teilzunehmen und so Land, Leute und natürlich das Handwerk kennenzulernen, ist bei der Handwerkskammer Koblenz gut aufgehoben. Informationen gibt es telefonisch unter 0261 398 0. Um Beratung, Service und Informationen geht es auch beim Bau der neuen Hunsrück-Akademie in Simmern. Hier entsteht aktuell ein neues Zentrum der Handwerkskammer, das im Sommer 2010 eröffnet werden soll. Am vergangenen Freitag fand das Richtfest statt. HWK-Präsident Karl-Heinz Scherhack erklärt, warum sich die Handwerkskammer Koblenz stark für überregionale und dezentrale HWK-Standorte macht. Wir wollen in die Fläche gehen, wir wollen zu den Betrieben gehen, wir wollen auch entsprechend die Möglichkeit den Betrieben geben, nicht alles zentral zu machen
Und wir haben das in Ahrweiler schon praktiziert. Wir werden es hier an zweiter Stelle machen. Der nächste Weg wird Kreuznach sein. Also die ganze Entwicklung, die wir die letzten Wochen und Monate hinter uns gebracht haben, zeigt, dass das der richtige Weg ist. Als Partner des regionalen Handwerks bringt sich in den Simmerner Standort die Kreissparkasse Rhein-Hunsrück ein, die Investor ist. Vorstand Wolfgang Nass erläutert, warum sich die Sparkasse im Herzen Simmers engagiert. Wir haben vor Jahren schon gesagt, einen Investor zu finden für die Innenstadt wird schwierig, es traut sich kaum noch jemand. Aber wenn es jemanden gäbe, der einen Teil des Risikos übernimmt und sich nicht für alles traut, würden wir da mitgehen. Das war ein Grund. Der zweite Grund ist, dass wir die Chance gesehen haben, dass die Handwerkskammer Koblenz hier mit der Kreishandwerkerschaft gemeinsam etwas investieren will. Natürlich auch für das Handwerk etwas tut. Und Handwerk ist unser Grundklientel. Wir stehen ja mit der Sparkasse für Mittelstand. Und das dritte ist, dass wir natürlich als regionale Sparkasse, das ist unsere Hauptaufgabe, auch regionalpolitisch, strukturpolitisch Hilfestellung leisten wollen, wo das möglich ist. Wo sich die Handwerkskammer Koblenz überall in der Fläche einbringt, das erfahren Sie im Internet unter hwk-koblenz.de. Hier erfahren Sie auch alles über die regionalen Weiterbildungsangebote der Handwerkskammer Koblenz.